Das geht ziemlich konkret in die 50er Jahre, Mitte der 50er Jahre. Das Kino war ein ganz besonderer Ort. Dieser besondere Ort war fast auf jeden Kretzel, jeden Halbbezirk, Viertelbezirk vorzufinden. Die Kinos hatten noch keine großen Namen, da war noch nichts von Weltkino und Lichtspielen oder irgendwas. Die waren eigentlich alle betitelt nach der Straße, wo sie ansässig waren. Das Wienaski-Kino war im Wienaski-Hof und das Machfeld-Kino war in der Machfeldstraße und das Wiener-Bohner-Kino und Wallenstein-Kino am Wallensteinplatz. So, und da ist man ziemlich aufgeregt und mit immer einer schönen Erwartung hingegangen, weil man ist ja nicht in einen Film gegangen, man ist ins Kino gegangen. Und man hat ja auch oft gar nicht gewusst, was gespielt wird. Das war, wie so später dann das Fernsehen kam, da hat man ja auch nicht gewusst, was werden die spielen. Man hat sich hingesetzt und alles angeschaut. Und so ist man ins Kino gegangen und nicht in einen Film. Und ich persönlich habe auch einen Großteil meines Erwachsenwerdens als Kind im Kino verbracht. Oft zwei, dreimal denselben Film, oft in anderen Kinos, wenn wir verabredet waren, auch denselben Film, weil die Kopienzahl war ja nicht so vielfältig, dass jedes Kino eine Kopie zur Verfügung hatte. Und ich habe auch sehr gerne beobachtet, wo so aus der Kammer, wo die Projektion drinnen war, hat sich dann der Vorführer rausgebeugt und eine Rolle an einen Herrn auf einem Motorradl mit einer Beifangmaschine ist er dort gesessen, hat die Rolle übernommen und der ist abgedüst zu einem anderen Kino. Dann wurde dort diese Rolle gespielt, also die Akte. Die Beginnzeiten waren entsprechend zeitversetzt. Und so hat man mit einer Kopie vielleicht zwei, drei kleine Kinos, die hatten so ein 90 Leute, 110 Leute, war schon ein größerer Saal, hat man so versorgt. Die Geduld der Zuschauer war groß und die Freude, dem Alltag und der Welt ein bisschen zu entkommen, genauso. Lustig, ich hatte einen Schulkameraden und der hat gesagt, er ist beim Film gelandet. Und wie ich gehört habe, hat man Kinder gesucht für eine Produktion und da wurde er genommen und hat in einen schwarz-weiß enormen Kitschfilm mit der Paula Wessely das Licht der Liebe einen Jugendlichen gespielt, der gerne Dirigent werden möchte. Später, wie er erwachsen wurde, wurde er wirklich Dirigent und die Paula Wessely spielt eine Wäschereibesitzerin, die erste große Münzwäscherei-Besitzerin und kaum nach dem Kinosterben Ende der 50er oder Anfang 60er Jahre in diesem Grätzl wurde dort auch eine Wäscherei eröffnet in dem Kino. So schließt sich ein bisschen der Erlebniskreis. Das war das Machfeldkino, das habe ich nicht gesagt, das große, gute Machfeldkino, was dann später eben, ich habe dort später immer geparkt, weil ich da zu tun hatte. Es war ein Verlag in der Nähe und dann habe ich die Hausfrauen bei der Waschtrommel angetroffen und nicht mehr die voll Erwartung in die Zukunft schauenden, noch Kriegler auf die Leinwand. Naja, das war das Machfeldkino.
diese Kinos, die eben dieses Grätzl, diese Gemeindebauten, wo ich groß geworden bin, bedient haben, wie Naske-Kino, Windobona-Kino, Wallenstein-Kino. Später mehr war ja zu Fuß gar nicht zu erreichen. Später, als man dann den Weg über die Friedensbrücke in den 9. Kino gefunden hat und beschritten hat, war dann noch das Friedensbrücken-Kino und ein kleines Kino in der Grundlgasse. In dieser Straße hat auch der Surrealist Rudolf Hausner sein Atelier umgehabt und ich war der Glückliche, der ihm beim Grundieren der Leinwände und beim Schleifen der Malgründe und beim Organisieren von Zigaretten helfen durfte. Und wenn es dann gedämmert hat, ist er im Malkittel mit Farbe und so weiter im Stiegenhaus runtergegangen, beim Hintereingang ins Kino hinein und wir haben uns irgendwas angeschaut und sind dann wieder ins Atelier hinauf. Also das war quasi die Privatvorführung von ihm im Haus. Tolle Erinnerungen, schöne Filme. Der letzte Film, den ich im Machfeld-Kino gesehen habe, war die Brücke am Kai und der ganze Bezirk hat dann eine Woche lang dieses Lied gepfiffen. Na, ich bin von den Programmieren der damaligen Kinos abhängig gewesen. Und offensichtlich war das Machfeld-Kino bestückt und bespielt von Produktionen der österreichischen Filmproduktion, Schönbrunn-Film oder die Josefstadt, ja, hat ja auch ihre eigene Filmproduktion gehabt. Und so bin ich eigentlich mit den lokalen Stars aufgewachsen, mit den typischen österreichischen, noch typisch Wiener Schauspielern, die an deren Sprache und Genuschel man sich erst immer gewöhnen musste, aber die dann mit dieser Art der Darstellung auch so ein bisschen Hallo-Dienstmann-Zauber verbreitet haben und Wechsel vom Kaffeehaus zum Espresso und wie schnappt man denn, wie tragt man denn und so. Also die Filme, die ich damals sehen konnte, die haben diesen Wunsch und diesen Reiz nicht ausgelöst, muss ich sagen. Das waren dann später eher die Filme der Nouvelle Vague oder die italienischen Filme, die dann des Neorealismus, die dann gekommen sind, nachdem die Alliierten ganz einfach diesen Druck auf die Kinos nicht mehr ausüben konnten, denn das war natürlich auch die Programmierung des Kinos war natürlich auch ein politischer Druck. So hat man im 2. Bezirk das Tabor-Kino, glaube ich, hieß es, hat man im Volksmund das Russen-Kino bezeichnet, weil dort nur russische Filme gespielt wurden und so weiter. Also sie haben natürlich gesteuert, klarerweise, wie auch in der bildenden Kunst, nicht? An besonders heißen Sommertagen in dieser staubigen Gegend mit diesem ganz komischen Pfeffer- und Salzlicht, diesem staubigen Licht, habe ich mich sehr gerne in den komischerweise kühlen Kinosälen versteckt, ja, oder auch einen Film zweimal hintereinander gesehen, die gar nicht so beeindruckend waren, die Inhalte, aber irgendwas hat man sich dann herausgepflückt, eine Schauspielerin wahrscheinlich oder ein junges Mädchen oder einen Helden.
Vor der Vorstellung ist mir ein bisschen bei den schlichten Plakaten und schlichten Aushangfotos gestanden und hat überlegt, was das werden wird. Aber im Kino war Ruhe und Konzentration. Und was andere Jugendliche, die ein bisschen älter waren, da gemacht haben, das hat mich eher damals gestört, als dass es Objekt meiner Beobachtung wurde. Naja, natürlich, ich war ja auch immer wieder verführt, ein Kino zu übernehmen, ein Kino selbst haben zu wollen. Es gab damals einen sehr aktiven Filmverleih, Cineart, Hans-Peter Hoffmann. Der hat mir jedes halbe Jahr irgendwo ein Kino vorgeschlagen, was keinen Atem hatte, weiterzumachen. Und ich habe damit immer wieder kokettiert. Es war schon mit auch ein Wunsch, ganz einfach ein eigenes Kino zu haben. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil da steckt sehr, sehr viel Arbeit drinnen und man muss ein wirklich großes Herz für das Kino an sich haben, für das Kinoleben an sich haben. Es waren wirklich magische Momente, als es finster wurde und der Vorhang aufging. Und man hat eine Welt betreten, die man entweder nicht kannte oder wenn man sie kannte, hat man sich oder jemanden, den man kennt, entdeckt in den Figuren oder man war sowieso verzaubert von einer ganz anderen Welt, von einer anderen Kultur, von einer anderen Zeit. Es war ja auch die Zeit, wo noch der historische Film doch eine gewisse Präsenz hatte. Da das Kino natürlich auch ein Ort der Film ein Ort der Emotion ist, ist man natürlich auch auf eine emotionelle Reise immer wieder gegangen, nicht? Auf die Reise der Liebe, der Sehnsüchte, des Abenteuers, des Heldentums. Also ich glaube, dass das eine sehr, sehr starke Wirkung für Jugendliche hatte damals. Wie das heute ist, kann ich nicht beantworten. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, könnte ich mir vorstellen, weil sie doch mit ganz anderen Bildinformationen aufgewachsen sind, mit Videospielen, mit anderen Tempis auch im Leben, nicht anderen Lebenstempis. Das kann ich nicht beurteilen, aber für meine Generation darf ich das schon sagen, ja. Meine Zukunft ist klar, weil meine Einstellung zu diesem wunderbaren Raum und diesem wunderbaren Erleben hat sich überhaupt nicht verändert.